Kommt zurück zu Elder Scrolls Online. Wir sind 5 Meter vor Ersthalt. Das scheinbar gerade leichte Schwierigkeiten hat. Da vorne wartet schon Kurimi auf uns. Eigentlich sollten wir hier Schlachtvogt Erzelmo treffen, Urzelmo, aber irgendwie ist der anscheinend einen Meter weiter tief hinten. Und Leute sehen hier gerade alle ein bisschen elend aus. Was ist das denn hier? Gija? Wer ist denn Gija? Vollmond. Diese hatte heute Besorgungen zu erledigen. Gija war zum Glück vor der Stadt, als Sippenhochfürstin Estre ankam. Ja, Sippenhochfürstin Estre, allgemein bekannt für ihr Chaospotenzial. Wartet, Ersthalt wird belagert. Wir müssen wieder auf die Hauptstraße zurückkehren. Auf die Hauptstraße? Schon wieder übrigens die gleiche Synchron sprechen, wie die von Elenwien. Ja, Rasoda hat mich geschickt. Seid ihr einer von Ras Leuten? Mara und Delfine. Wir könnten eure Hilfe gebrauchen. Es gibt überall Daedra. Portale ins Reich des Vergessens haben sich in der Stadt geöffnet und eine Armee dieser Bestien droht, Ersthalt zu erobern. Ja, war es mal wieder Estre. Welche Überraschung aber auch. Es ist für mich schwer zu glauben. Aber Berichten zufolge steckt Sippenhochfürstin Estre dahinter. Wir halten hier noch die Front, aber das könnte sich jeden Augenblick ändern. Schlachtenvogt Urkelmo hat einen Läufer losgeschickt, um Hilfe zu holen. Er hat anscheinend einen Plan, um mit diesen Bestien fertig zu werden. Einen einzigen Läufer? Ich weiß übrigens, dass er Urkelmo, ja, auf jeden Fall so, wie er richtig ausgesprochen wird, heißt. Aber ich nenne trotzdem Urzelmo. Das finde ich irgendwie schöner. Ratz hat mich geschickt, um den Schlachtenvogt zu finden. Wo ist er denn? Er ist in der Halle der Magiergilde. Geht einfach geradeaus und über die Brücke. Trinimax Klinge behüte euch. Hast du eine Ahnung, was sein Plan ist? Estre hat eine Barriere um das innere Kastell erschaffen. Wir müssen einen Weg an ihr vorbeifinden, um an die Portale heranzukommen. Ich denke, der Schlachtenvogt und der Gildenleiter planen, dieses Ding zu knacken wie eine Eierschale. Mit einem Frontalangriff. Das klingt auf jeden Fall klasse. Und wie hat Estre das... Eigentlich wissen wir, wie Estre das geschafft hat. Wir haben ja schon in Paranun gesehen, dass sie halt irgendwelche lustige, dunkle, dätherische Magie ausgenutzt hat, um an die Torinan, war hieß der Ort, um zusätzliche Macht zu erlangen. Na gut, wie hat Estre das geschafft? Der Sippenhochfürst wusste nichts von ihrem Verrat. Er hat sie in die Stadt geführt und das war's dann. Nachdem die Tore in die Totenländer sich öffneten, verloren wir den Kontakt zu Rilis. Ich hoffe, dass er noch lebt. Totenländer? Nicht Ebene von Oblivion, hey? Merun ist Dagons Ebene des Vergessens. Es ist ein Ödland. Dort gibt es nichts außer Felsen, Lava und Daedra. Als sich die Tore öffneten, konnte ich einen langen Blick darauf werfen. Und dieser Geruch. Maras Herz hat dieser Ort gestunken. Ja, wir waren schon mal da in Oblivion. Danke für diese wunderschöne Beschreibung der Ebene von Oblivion. Also eigentlich sind die Ebenen von Oblivion ja immer unterschiedlich aus, je nachdem welcher Daedra da gerade herrscht. Die von Cheogorath sehen ja meistens recht nett aus. Also, total irre, aber auch nett. Ja, grüßt euch. Mal sehen, ob ich das jetzt schaffe. Ich meine, ich bin immer noch Level 12 und ich soll hier irgendwelche Level 14, 15 Daedra platt machen. Das wird sicherlich total super. Ich versuch's mal an so einem Drehmark Kühnengal, denn sich. Ne, Kyrill ist das. Dann sehen wir halt gleich, ob das was wird. Ich ahne ja irgendwie das nicht. Oha. Also, ich ringe mich ganz schön schnell. Also jetzt nicht so übermäßig schnell, aber... Mir fällt gerade so auf, dass der Kyrill-Typ da auch nicht so unfassbar viel Schaden gemacht hat. Naja, eventuell habe ich noch Chancen. Hua! Die machen aber... Ey, wo kommt der denn? Habe ich den nicht gerade getötet? Also gerade dich vor allen Dingen? Ich ringe mich ganz schnell. Mir fällt gerade ein, ich kann jetzt ja... Ich habe ja wieder einen Feuerstab, das heißt, ich kann wieder das hier machen. Nee, warte, das wollte ich gar nicht machen. Slug unter 3. Das hier wollte ich machen. Bam! War diesen Fall jetzt ein bisschen verschwendet, weil ich jetzt die Leiche noch looten muss. Ja, der ist tot. Hoffe ich. Gut. Das ist mal übrigens wieder Nacht. Es ist tatsächlich draußen Nacht. Das ist mal eine große Überraschung. Ja, es sind jetzt leider mehrere. Oder, ne, das ist auch ein Daedra. Was machen die da? Möchte ich das wissen? Muss ich da lang? Wo muss ich genau hin? Ne, das ist die Kriegergilde. Die Kriegergilde interessiert mich nicht. Also die erste Halt ist prinzipiell ziemlich groß. Wahrscheinlich ist es eine schöne Stadt, wenn die Invasion hier erstmal vorbei ist für meine private Welt. Ich versuche ja einfach mal so wenig Gegner wie möglich zu begegnen, einfach weil ich glaube, so eine Dreiertruppe heilen die sich gegenseitig oder zaubern die einfach nur lustig rum, weil sie Spaß dran haben. Ach, guck mal, da rennt noch jemand oben der Level 12. Das ist ja schon mal schön. Ach, guck mal, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Portal noch einer Ebene von Oblivion. Die Todesebene. Aber irgendwie recht erstarrt. Hier, da hinten steht noch ein Dremor Kymir, mit dem möchte ich garantiert nicht reden. Ja, ich glaube, Ersthalt könnte wirklich eine schöne Stadt gewesen sein. Vor allem stellt sich die Frage, wäre Ersthalt schon so über... Oh, was ist das denn?
Das ist aber ein Problem, Freunde. Ach, da hinten ist ja das lustige Portal. Ja, das sieht genau... Ne, toll. Ich kann mich nicht bewegen. Das, okay, gut. Gut, das ist also... Oh, ich glaube, da hinten ist gerade ein Portal von Mulag Bale explodiert. Das ist auch alle die dran, diese Ebene hier wollen. Die nutzen wirklich jede Gelegenheit aus, wo es irgendwie nur geht. Aber schön, irgendwie man hat hier gerade die Brückentruppe getötet. Das ist praktisch für mich, weil jetzt komme ich nämlich durch. Da hinten ist noch so ein lustiger Stein. Ich würde mal stark vermuten, dass die Steine mehr oder weniger das Portal aufrechterhalten, beziehungsweise nicht das Portal aufrechterhalten, sondern den Versperrweg zum Portal. So rum. Immer ein paar tote Drehmauer. Also ganz wehrlos waren die Hochelfen hier nicht, die es verteidigt haben. Na bitte, Adlerkrallen. Die persönliche Truppe von Orzelmo. Ah, der sieht ja kriegerisch aus. Grüß dich. Sterne am Himmel. Ihr wisst nicht, wie erleichtert ich bin, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr seid fest entschlossen. Ein schwieriger Weg liegt vor uns. Denn seine Haare sehen ein bisschen aus wie Blätter. Fällt mal auf. Was soll ich denn tun für dich? Estre hat das Kastell mit einer mächtigen Barriere versiegelt. Sie wird von Schutzzaubern mit Energie versorgt und von Dremora beschützt. Hebt diese Schutzzauber auf, dann können wir die Barriere auflösen. Und wie mache ich das? Also mit den Schutzzaubern? Sinien, eine der Gildenmagierinnen, hat einen Plan. Wir haben diese Halle hier zurückerobert, damit wir Zugang zu einer Quelle magischer Energien haben. Geht hinein. Sie wird euch sagen, was zu tun ist. Das bringt mich wahrscheinlich keinen Millimeter weiter in meiner Magierin-Quest. Trinimax, führe eure Hand. Und möge er uns alle beschützen. Ja, kannst du die Stellung hier überhaupt halten? Ich meine, das ist relativ viel Zeug rennt da draußen rum. Wir sind hier mitten in der Stadt. Wir kommen schon klar. Wir haben sie bis jetzt aufgehalten. Wir halten auch noch etwas länger durch. Aha. Konzentriert euch nur auf das, was Sinien euch zu sagen hat. Ja, was sind das hier für Leute? Ich meine, achso, ja, das sind seine Adlerkreine. Das wissen wir schon, was das für sich ist. Erst halt darf nicht fallen. Wir haben unsere schärfsten Klingen gezogen. Seid ihr neugierig auf diese Leute? Ja, die Magier? Siniens Zauberwirker. Magier aus der Gildenhalle. Üblicherweise würden sie gerade mit einem guten Buch am Kamin sitzen oder irgendeinen obskuren Trank brauen. Aber sie erweisen der Gilde Ehre, indem sie uns den Rücken stärken. Die netten Leute im Leder? Rasomdars Leute. Die Augen der Königin. Ich weiß, dass ihr schon mit ihnen gearbeitet habt. Üblicherweise würden sie nie so offen agieren. Die Katze sagt, wir ziehen unsere Klinge nicht im Tageslicht. Aber jetzt sind sie hier und sorgen dafür, dass wir diese ganze Sache überleben. Also, ich habe mit denen nicht nur gearbeitet, ich gehöre eigentlich zu der Truppe mit dazu, aber übergeben wir das einmal. Ja, die Soldaten in Schwerrüstung. Ich habe die Nachricht erhalten, kurz bevor die Klinge herabfuhr. Ihr habt mit meinen Krallen bei Nordfeuer gekämpft. Ich bin verdammt stolz auf diese Leute. Mit den Krallen und den Seesoldaten stellen sich die besten Soldaten Auridons gegen das Reich des Vergessens. Kann es eventuell sein, dass das Spiel doch ein bisschen Rücksicht nimmt auf die ganzen Quests, die ich nebenbei noch gemacht habe? Das wäre nämlich klasse. Fände ich super geil, immersiv und Daumen hoch und so. Na gut, lebet wohl, werter Herr. Ja, die Gildengelehrten. Ist das da hinten? Nee, das ist ein Auge der Königin. Das ist nur das 15-Katz, die sieht nur ein bisschen aus wie Ras. Ja, dass die Leute von der Königin noch mal alle mittlere Rüstung tragen müssen, das ist echt ein Problem. Magic and Magic. Nö. Die hatte ich vorher an, ne? Nö. Ja, ich muss hier mal eine Schmiede finden bei Gelegen. Ja, das sprechen wir erstmal mit Sinien. Der hat sicherlich. Oder er? Er oder sie? Er. Muss ich jetzt. Nee, doch sie. Grüß dich! Willkommen in Ersthalt. Zu dieser Jahreszeit ist es einfach so schön. Hä? Hat die gekifft? Ja, ich war schon mal in netteren Orten. Nun gut, ich schätze, ihr habt nicht zufällig so ungefähr 100 Klingen hierher geführt, oder? Nein? Na schön. In Ordnung, es wird Zeit, dass ihr mehr von der Stadt seht. Okay, Magiergilden, Standard, verrückt. Kenne ich ja, ich bin ja selber Mitglied. Was muss ich denn tun? Zwei Schutzzauber versorgen die Barriere um das Kastell mit Energie. Hier in der Halle bündeln wir unseren Willen. Wir schärfen ihn zu einer Speerspitze. Poetisch. Jeder für sich sind wir einem dätrischen Fürsten nicht gewachsen. Gemeinsam allerdings hat uns Estres Magie nichts entgegenzusetzen. Seit wann ist denn Estre ein dätrischer Fürst? Naja, wie jetzt? Also ihr steht jetzt hier rum und zaubert auf rum und ich muss jetzt hier rausgehen und kämpfen oder was? Ihr seid aber schlau. Wir müssen hier bleiben, um das Ritual mit Energie zu versorgen. Ihr dient als unser Fokus, als unser Werkzeug in der Welt.
Ich bin schlau. Ich bin hier schließlich Mitglied in der Gilde. Das bin ich ja nicht umsonst geworden. Was mir übrigens auffällt, sie hat glaube ich, mittlere Rüstung an. Das sind Lila-Klamotten. Und kein Stoff. Na gut, Fokus. Nehmt diesen Talisman und findet die Schutzzauber. Einer liegt im Ostteil der Stadt, der andere im Westen. Deutet einfach nur mit dem Talisman auf sie und konzentriert euch. Den Rest erledigen wir. Ja, da weiß ich ja schon genau, was gemeint ist, sind die lustigen Steine. Na, ich werde mein Bestes geben. Denkt daran, dass das Ritual ein wenig Zeit braucht, ehe es Wirkung zeigt. Ich würde erst die Daedra vernichten, in der Annahme, dass ihr nicht gefressen werden wollt. Oh, und grüßt Razie von mir. Der ist hier? Auf jeden Fall. Hat Okelmois euch nicht gesagt? Er versucht für uns, Schwachpunkte in der Barriere zu finden. Sobald dieses Ding fällt, wird er sicher auftauchen. Ich würde im Innenhof nach ihm Ausschau halten, nach eurem Sieg. Ach, Ras. Der lässt mir immer die Ehre übrig. Das ist sehr freundlich von ihm, aber... Mystiker? Mystikerin? Ich sollte bei dem Ritual helfen können, verdammt! Ja, was dir passiert? Ich habe versucht, den Zauber von hier aus zu fokussieren. Die Schutzzauber waren zu stark. Es kostete enorme Konzentration und die Anstrengung hat sowohl meine Magiker als auch meine Kraft aufgebraucht. Also Sinin hatte ich eigentlich überhaupt nicht erwähnt, aber gut, also grüß dich. So ist es. Es kam zu einer Aufwallung der Magiker, die ich nicht kontrollieren konnte. Auriel weiß, dass ich mir wünschen würde, eine größere Hilfe zu sein. So wie ich mich fühle, könnte ich es nicht einmal mit einem Scampen aufnehmen. Scampen? Ach, die Mystikerin steht vor mir. Mensch, hehe. Ich hoffe, Sinians Plan funktioniert. Möge Auriel über euch warten. Ach, bei Mystikern kann ich Sehensteine kaufen. Hervorragend. Seamus Dings, ja, da fuhle ich mir auf jeden Fall ein paar noch von, weil das Seelenfang ist immer wieder ein Fest, das brauche ich dringend, da kann ich noch was. Ach, ich kann meine Ausrüstung reparieren bei ihr, das ist natürlich auch sehr praktisch. Ansonsten habe ich eigentlich nichts. Reparaturen, ja gut, mein Stab vollladen. Das ist eigentlich ganz gut, dass ich hier gerade so einen Mystiker gefunden habe. Das ist eigentlich relativ logisch, dass ich bei der Magiergilde rumrenne, aber kann ich noch welche Bücher hier? Schwere Rüstung, na bitte. Schmiedekunst. Was? Streitkolben mit die Kette, yo. Einhand. Einhand mit Schild, ja, die Ruinen von Kemmelzen. Hatte ich das schon? Also Bücher durchzuklicken ist immer eigentlich eine gute Idee. Ich werde irgendwann, wenn ich mal auf jeden Fall mal die Lesestunde Skyrim machen. Da muss ich bloß... Quatsch, Skyrim, Elder Scrolls. Da muss ich bloß eine Runde vorher ausschlafen, sonst wird das wieder so ein Rumgenuschel, weil ich total müde bin und nichts rauskriege. Was? Wolfenmeer ist an der Fahrt mit Langfinger? Die hatten wir schon mal, die kenne ich schon. Dum-dum-dum-dum-dum. Drehen. Ach, guck mal, es wird langsam Tag. Auch wenn der Tag nicht besonders hell aussieht. Seid gegrüßt. Ja, grüß dich. So war denn jetzt dieser dumme Stein? Ich habe den doch schon gesehen. Wo ich über die Brücke kam. Also eigentlich bin ich schon an beiden Steinen mehr. Ach, da ist er doch schon. So, das Ritual braucht seine Zeit. Ich vermute mal so 5 Sekunden. Um weiten Breitkind Remora zu sehen. Hervorragend. Können wir das ja mal kurz heimlich machen. Niemand sieht mich. Das sieht doch mal. Also von außen sieht das relativ episch aus mit diesem ganzen Zeug. Ja, von innen sieht es immer ein bisschen. Geschafft. Nur noch ein Schutzzauber. Da. Nee, das ist meine Hochhelfin. Alia spricht nicht, glaube ich. Selten. Also wir sprechen nicht. So. Wir sind ja wunderprächtig immersiv. Was machen die da hinten, verdammte Hacke? Die stehen da doch rum. Ach, verflucht. Na gut, dann müssen wir erstmal hier jetzt. Warum mache ich noch einmal so viel Schaden an den Viechern? Bin ich irgendwie stärker geworden zwischendurch? Außer ich bin da. Warte mal, bevor ich hier irgendwas mache. So, jetzt hier. Seelenfalle drauf. Jetzt können wir töten. Also. So rein vom Niederwerfen ist die Attacke sehr viel besser als das andere Ding, was ich kann. Einfach weil es halt... Ich muss ja besser noch ein paar Seelen fangen hier. Solange ich die günstige Gelegenheit habe, hier ein paar schöne Dremoras einzufangen. Oh, sind das gleich mehrere? Die schicken Zombies. Ich hab ne... Zombies! Vor allem Level 15 Zombies. Nichts gut. Scheiße, ich bin sowas von tot. Also manchmal, also dieser Blitzzauber überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Der macht manchmal überraschend viel Schaden. Also seit ich mir ein paar Heatpots gekauft habe, läuft das hier aber wirklich deutlich besser. Wo ist denn jetzt dieser lustige Kristall hier hin, den ich kaputt machen soll? Also der muss schon da sein, damit ich ihn zerstören. Toll. Muss ich jetzt echt warten, bis der respawnt? Oh. Warum? Warum muss ich mich jetzt ein- und ausloggen? Also eigentlich dürfte der nicht weg sein, vermute ich mal ganz stark. Ja, ich denke mal, ich kann mich hier gleich mal flüchtig mal kurz ein- und ausloggen. Wo ist denn hier? Was ist hier für ein Gebäude? Haus? Jo.
Junge, das ist. Jo. Ich logge mich mal ein und aus, mal gucken, was das bringt. Jo, Charakterauswahl. Ja, das Bild kenne ich noch gar nicht. So ein Kerker würde ich gerne mal von. Ich habe noch gar keine Dwemer-Ruine gesehen, fällt mir gerade so ein, weil es die hier in Auridon nicht gibt. Das wäre mal voll klasse, wenn ich mal eine sehen würde. Weil das macht mir doch eigentlich am meisten Spaß, Dwemer-Ruinen zu erkunden. Jetzt ist hier gar keine. Eigentlich ein bisschen traurig, wenn ich so dran nachdenke. Ich will mehr Dwemer-Ruinen! Hoffentlich dauert das jetzt nicht so lange, das Laden hier. Also ist mein komischer Stein jetzt da? Mann, doch, jetzt ist er da. Haha! Upsala. Zauber geplant. Die Schutzzauber sind gebannt. Findet Rasum da. Jo, gar kein Problem. Von ihm erhaltet ihr weitere Anweisungen. Also, wenn man solche Probleme gerade noch mit Reloggen lösen kann, ist das ganz schön. In Skyrim hätte ich jetzt wahrscheinlich cheaten müssen, um sowas zu erreichen. Gut, da wäre sowas nicht passiert, weil nicht zigtausend andere Spieler mit agiert hätten. Ach, guck mal, da ist doch Ras wieder. Und der hat natürlich wieder welche Dremoras umgetötet. Grüß dich, Ras! Was macht das Leben? Meine Freundin. Freut mich, euch wiederzusehen. Euer Talisman? Rasumdar sieht, dass ihr Senien getroffen habt. Eine fröhliche Person, nicht wahr? Sie sind super fröhlich. Ich mag den Charakter. Das ist ein netter, Mensch, Elf. Was ist unser nächster Schritt? Wir erstürmen das Kastell und alles, was dahinter liegt. Dieser denkt, dass Estre wohl gerade sehr wütend sein muss. Sie hat sich voll auf Dagons Seite geschlagen und jetzt das. Uns steht jetzt nichts mehr im Weg. Na, machen wir uns mal auf den Weg, wa? Estre ist verwundbar. Aber Tamriel steht den Totenländern noch offen. Das darf nicht sein. Wir müssen ihre Tore schließen. Die Bedrohung durch die Daedra beenden. Sag jetzt bitte nicht, wir müssen nach reinrennen und so einen Stein kaputt hauen. Das kenne ich irgendwoher schon mal. Jedes Tor wird durch einen Ziegelstein aufrechterhalten. Tretet durch das Portal. Findet den Stein und vernichtet ihn. Ras nimmt an, dass sie bewacht werden. Woher weiß er eigentlich so viel über Siegelstein? Ist das so allgemeines Wissen oder? Ja, vorsichtig. Genau so, meine Freundin. Viel Glück da drin. Ras wird sich mit Orkelmo und den anderen treffen. Sorgt dafür, dass es Ersthalt bei eurer Rückkehr überhaupt noch gibt. Ich werde bemüht sein. Ja, viel Glück, Ras. Ah, die Trennung aller. Schließt die. Was? Drei Portale? Och, das ist nicht euer. Ja, Portal. Zuflucht des Grauen. Ach, sind die. Ja, die Ebene von Oblivion sehen noch genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Zumindest die von. Oh Mann, wer ist er denn? Dem hier, den Todesdädra, nicht Molag Bal, der andere. Oh Mann, diese dummen. Ich habe schon eine Textdatei aufgemacht mit der Zeit, damit ich immer weiß, wann ich eigentlich bin. Also, um Sachen im Vergleich stellen zu können. Was ich noch nicht gemacht habe, ist mir aufzuschreiben, wie diese ganzen verdammten Dädra heißen. Das ist mit der Verkleidung ist auf Dauer ganz schön lästig. dieser Dädra, der hier wohnt, dessen Namen. Wie kommt der denn hier hin? Seit wann sind wir ja nicht in so Kellergewölbe? Zumindest sind die anderen Spieler. Das macht natürlich ein bisschen leichter durchzuhören. Ey! Obacht! Oh, kann ich hier. Schade. Ein paar zu langsam. Jungs, ihr könnt doch nicht direkt vor mir spawnen. Das ist. Das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Einfach direkt vor anderen Leuten zu spawnen. Das ist einfach nur Unhilfe. Welches Level hat der denn, verdammte Hacke? Das ist ja so. Level 13, da rennt der das. Also wäre ich das Gefühl, dass Nahkampfklassen sehr viel stärker sind als Fernkampfklassen. Also, so wie der hier gerade durchgerannt ist, ach, das davon ist ja schon so ein Siegelstein. Da komme ich natürlich nicht einfach. Doch, da komme ich einfach. Ah, okay, gut, war ja klar. Entzündet die Feuerschaben die Barriere auf. Achso. Warum muss ich denn hier so eine dumme Feuerschale anmachen? Meistens war jetzt, ist jetzt nicht so die riesengroße Schwierigkeit, aber. Aha. Und nu? Kann ich jetzt einfach hier durchlaufen? Nein. Gibt's hier noch. Ach, hier sind ja noch mehr Feuerschalen. Ja, das sollte man vielleicht tun. Also richtig bewacht ist es. Ach, jetzt haben wir's. So, jetzt kann ich auch durch. Prächtig. Aber das war ja jetzt ja relativ einfach. Oh. Das war ja relativ einfach mit den Siegelsteinen hier. Hui. Zack, und wieder zurück. Es ist eigentlich ein gutes Ding, dass er in der Siegelstein direkt nach Hause portiert. Man stellt sich vor, man würde auf der Ebene von Oblivion hier bleiben. Dann müsste man immer irgendjemanden opfern. Oder ein mächtiger Magier schicken, der sich selber zurück nach Hause teleportieren kann. Das wäre dann so die Möglichkeit. Gut, dann haben wir jetzt das eine Portal geschlossen. Ist das schön, oder? Was sagt auf die Schieße, wenn er das. Ach, tatsächlich, wenn einer wackelt. Das hätte ich jetzt vielleicht mal lesen sollen, den Tipp. Dann würde Schlösserknacken vielleicht mehr Sinn machen. Ja, das ist doch schön. Jetzt muss ich noch zwei Portale schießen. Ja.
Ja, die sehen ja schon recht episch aus, die Portale von Oblivion. Vor allem sieht sie auch gleich hier viel freundlicher aus, auch wenn die komischen Dremora hier immer noch rumstehen. Aber prinzipiell, so ausgebrannt. Nun gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann morgen. Macht's gut. Tschüss.